Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge und heute geht es mal um die eierlegende Wollmilchsau. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ja, wie schon angekündigt, heute geht es um die in meinen Augen zumindest eierlegende Wollmilchsau, nämlich den Kiersol EV und diesmal in der neuen Generation, die jetzt vom 7. bis zum 17. März in Genf Europapremiere hat. Ja, alles was mal 2014 angefangen hat mit dem ersten Kia Soul EV mit dem 27 Kilowattstunden Akku und einer NEFZ-Reichweite von 210 Kilometer, ging dann Ende 2017 mit dem 30 Kilowattstunden Akku weiter mit einer NEFZ-Reichweite von 250 Kilometer, sodass die Reichweiten ja nicht realistisch sind, das wissen wir alle. Aber trotzdem war der Kia Soul EV alleine schon mit den 27 Kilowattstunden Akku eigentlich der Meister in seiner Klasse. Und warum das Auto in meinen Augen jetzt eine eierlegende Wollmilchsau ist, das zeige ich euch jetzt, oder vielmehr möchte ich euch so jetzt in den nächsten paar Minuten einmal kurz vortragen und hinterher dann mal zusammenfassen, warum es denn so ist. Ja, die neue Generation des Kia Soul EV bzw. des Kia Soul allgemein ist ja jetzt die dritte Generation, aber die zweite mit dem elektrischen Antrieb. Und darauf gibt auch der Hersteller Kia weiterhin eine 7-Jahres-Garantie wie gehabt. Und ja, der einzige Unterschied, den wir jetzt hier haben, im Gegensatz zu Nordamerika beispielsweise, ist, dass wir in Europa nur noch die rein elektrische Variante zu kaufen bekommen. Die Verbrennerversionen gibt es nicht mehr. Der Grund dafür ist, dass Kia letztes Jahr in Europa viel mehr EVs verkauft hat als Verbrennermodelle und daher den Verbrenner vom europäischen Markt verbannt hat. Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein soll. Ja, die Neuauflage des Kia Soul EV hat trotzdem seine charakteristischen Merkmale beibehalten, so diese Kastenformen, die der Wagen immer aufgewiesen hat. Das heißt, die Fahrgastzelle in dem Sinne von der Architektur her, von der Form her gesehen, wird weiter beibehalten. Nur die Karosserie ringsrum, sage ich jetzt mal so übertrieben, vom äußeren Erscheinungsbild ist halt modifiziert. Das heißt, sie bekommt eine neue Front. Dabei bleibt es jedoch beim Nasenlader, diesmal jedoch mit einem CCS-Lader bzw. Typ 2 CCS, was ja vorher Typ 1 CHAdeMO war. Ja, hinzu kommt noch eine LED-Beleuchtung, also Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Rückleuchten. Ja, dann kommen wir mal zu den ersten Daten, die ich euch jetzt mal einblenden möchte. Die Abmessung des Fahrzeuges, da haben wir halt eine Gesamtlänge von 4,19 Meter, also knapp 4,20 Meter. Die Breite ist bei 1,80 Meter geblieben, die Höhe ist ein wenig gewachsen auf 1,60 Meter und der Radstand hat sich um 3 cm verlängert auf 2,60 Meter. In der Tabelle seht ihr rechts daneben gleich mal den Hyundai Kona als Vergleich, weil beide Fahrzeuge auf der gleichen Plattform basieren. Und da sieht man halt schon mal, dass der Kia Soul ein wenig höher ist. Schlappe 3 cm. Ansonsten sind die Maße gleich, bis auf, jetzt kommt der Knaller schlechthin, der Kofferraum. Der Kofferraum beim Kia Soul hat neu 315 Liter mit aufgestellter Rückbank und mit umgelegter Rückbank bis unters Dach hat er 1339 Liter und ist somit 225 Liter größer wie der des Hyundai Kona. Und da kommt auch gleich ein Punkt für die eierlegende Wollmilchsau. Er hat innen drin viel mehr Platz. Der Kona hat den Nachteil, dass das Dach hinten sehr schnell abfällt und dass er von der Silhouette, wenn man ihn sich von vorn oder hinten anguckt, sehr rund gebaut ist von den Seitenteilen. Das heißt, die fallen schon viel stärker in den Innenraum rein,
Und deswegen hat man innen drin auch halt dementsprechend weniger Platz. Auch vom Gefühl her ist im Kia Soul EV mehr Platz drin. Ja, gehen wir weiter. Dann haben wir noch die Gewichte. Die Gewichte sind halt immer von bis. Es gibt halt wieder unterschiedliche Ausstattungsvarianten und dementsprechend dann auch noch dazugehörig die Motor- und Akkupakete, die dazukommen. Und da haben wir halt Gewichte von, ich fasse es jetzt einfach mal zusammen, von 1610 Kilo bis 1833 Kilo Leergewicht. Und die Zuladung ist jetzt auch wieder zusammengefasst von 347 bis 423 Liter und ein Gesamtgewicht von 2025 bzw. 2180 Kilogramm. Ja, bei den Lackierungen gibt es jetzt auch mehr Auswahl wie vorher, zumindest schreibt Kia Deutschland das. Und da will ich mal hoffen, dass es auch so ist. Es gibt 14 Lackierungen, also wie beim Kona auch. Und es gibt sieben Einfarblackierungen und sieben Zweifarbkombinationen, wobei das Dach und die Außenspiegel halt in der Kontrastfarbe lackiert werden. Wem das Ganze vom Erscheinungsbild her noch nicht ganz gefällt, der kann jetzt ganz neu ein SUV-Designpaket mit Radlaufverkleidung, Seitenschwellerverkleidung und Stoßdämpfern mit Unterfahrschutzdesign ordern. Ja, trotzdem ist das Auto kein Geländewagen, sondern es soll einfach nur optisch ein auf dicke Hose machen. Kommen wir jetzt zum Innenraum. Da geht es weiter. Da hat sich ja viel verändert. Ich blende auch wieder ein paar Bilder ein. Da haben wir beispielsweise, ist ja der Gangwahlhebel, den es vorher gab, der so oben mit diesem billardkugelähnlichen Griff versehen war, so ein bisschen ein Retro-Design. Der fällt weg und wir haben den Drehwahlhebel, so wie wir ihn auch schon aus den Kia Niro kennen, also aus den e-Niro. Und auch die durchgezogene Mittelkonsole, die bis nach vorne durchgeht, ist so eine Mischung zwischen dem Kona und dem e-Niro. Und neu gibt es jetzt auch eine ambiente Beleuchtung, die gab es ja vorher auch schon im Kia Soul, wenn man das Komfortpaket genommen hat. Da waren die runden Verkleidungen, da waren so die Ringe an den Lautsprechern, die waren halt illuminiert und konnten dann halt auch mit der Musik sozusagen im Takt halt die Farben ändern und flackern und wie auch immer. Das gibt es jetzt auch, nur dass es halt im Design der Seitenlüftungsdüsen, wo auch wieder die Lautsprecher integriert sind, da gibt es halt so ein herausströmendes Design und das ist halt LED illuminiert, genauso wie die Einfassung in den Türgriffen, da gibt es, oder in den Armlehnen vielmehr, da gibt es halt auch so dieses Design, was halt auch LED beleuchtet ist. Je nach Ausstattung gibt es dann halt noch individuelle Ausstattungsmerkmale, so wie wir sie auch schon vom Kona und vom e-Niro kennen. Da haben wir halt die induktive Ladestation, beheizbare und belüftete Vordersitze, die Harman Kardon Premium Soundsystem und ein, jetzt kommt der absolute Knaller, was auch wieder ein Punkt für die für die eierlegende Wollmilchsau sein könnte. Der Kia Soul EV bekommt ein Head-Up-Display und somit ist er eigentlich ebenbürtig mit dem Hyundai Kona. Ja, bei den Sitzen gibt es jetzt drei Varianten im Gegensatz zu den zwei, die es vorher beim Kia Soul EV gab. Nämlich jetzt kann man wählen zwischen Stoff-Vegan-Leder oder mit Echtledersitzen. Kommen wir weiter zu der Motorisierung und den Reichweiten. Da habe ich hier auch wieder eine kleine Tabelle gemacht. Und bei der Motorisierung haben wir halt die gewohnten beiden Akkupakete mit den dazugehörigen Antriebsaggregaten. Halt 39,2 Kilowattstunden, 64 Kilowattstunden und das Ganze mit, also die 39,2 Kilowattstunden mit 100 kW Motorleistung und den 64 Kilowattstunden Akku mit den 150 Kilowatt Leistung, Entschuldigung. Ja, und da ist dann halt auch der nächste Klopper, der jetzt kommt, auch wieder ein Pluspunkt für die eierlegende Wollmilchsau. Das ist der Cityzyklus nach WLTP. Da haben wir eine Reichweite von bis zu 587 Kilometer für die große 64 Kilowattstunden Variante.
Bei der kleineren 39,2 Kilowattstunden sind es immerhin 360 Kilometer. Und es wird angegeben, ein Verbrauch von 10,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Cityzyklus. Da habe ich jetzt auch nochmal die Reichweiten, die kombinierte Reichweite bei dem kleinen Akku 277 Kilometer, bei dem großen 452. Und wenn wir den City-Zyklus nehmen, so wie ich es ja gerade schon erwähnt habe, sind es 360 bzw. 587 Kilometer Reichweite. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Energiegewinnung oder Energieeinsparung, und das ist die Wärmepumpe. Ja, die Wärmepumpe pumpt halt sozusagen das Kühlwasser des Elektromotors, und dieses Kühlwasser, was halt durch den warmen Elektromotor erwärmt wurde, wird halt zur Erwärmung des Innenraums mitgenutzt. Und gleichzeitig finden wir hier auch immer noch den Driver-Only-Button, wo halt die Heizungsanlage nur auf den Fahrer eingestellt wird und die anderen Düsen abgestellt werden bzw. geschlossen werden, sodass halt die Energie nur auf den Fahrerbereich gerichtet ist. Ja, die Rekuperation findet hier auch noch in vier Stufen statt, und zwar in Level 1, 2, 3 und One Pedal. Und beim One-Pedal-Drive ist es so, dass wenn man da vom Gaspedal runtergeht, dass dann sofort die volle Rekuperation eingesetzt wird. Ja, und kombiniert ist das Ganze auch noch mit dem intelligenten System. Das heißt, dass sich die Geschwindigkeit an den vorausfahrenden Fahrzeug orientieren kann. Und das auch bei Gefällstrecken, das heißt in dem Moment, wo der vorausfahrende Verkehr langsamer wird, wird auch der Kia Soul EV langsamer und setzt halt die Rekuperation ein, oder durch die Rekuperation wird er langsamer, so rum gesagt. Kommen wir jetzt zur Fahrdynamik. Ja, Fahrdynamik ist wie beim e-Niro und Hyundai Kona auch. Wir haben da vier Einstellungsmöglichkeiten: Eco Plus, Eco, Komfort und Sport. Wobei Eco Plus und Eco sind halt ja für die Reichweite da, also, und damit schafft man halt die weitesten Reichweiten. Komfort ist so das Alltagsfahrgefühl sozusagen oder das Alltagsfahren. Und Sport ist halt für die Leute, die es richtig krachen lassen wollen. Da ist halt die Lenkung und der Motor bzw. das Gaspedal sind halt empfindlicher von der, vom Ansprechverhalten her. Ja, der Instrumententräger, der gefällt mir auch sehr gut. Ich blende den hier mal ein. Es wird ein bisschen unscharf, weil ich das halt ranzoome auf dem Bild. Da sehen wir halt wieder ein gewohntes Bild von dem großen Instrumententräger, wo wir halt die Rund- bzw. Halbrundinstrumente links und rechts haben. Und ganz neu ist halt, dass wir da drüber die Anzeigen haben mit den ganzen Warnleuchten. Also ich vermute mal, dass das Ganze ein Display im Hintergrund ist, wo halt vorne nur eine Schablone von der Verkleidung drauf sitzt und dementsprechend oben dann halt die einzelnen Lampen sozusagen auf diesem Bildschirm simuliert werden. Jetzt kommt der absolute Knaller, wieder ein Punkt für die eierlegende Wollmilchsau. Und das Ganze heißt UFO eConnect. Ja, das ist das neue Kia Telematiksystem, welches zum ersten Mal jetzt halt im Kia Soul EV eingeführt wird, auch in und später dann halt in den überarbeiteten Niro und anderen Modellvarianten mit hereinkommt. Und das Ganze ist, ich habe es ja schon mal vorgefertigt, deswegen halte ich hier die ganze Zeit immer mein Tablet am Laufen. Wir haben ja ein riesengroßes Display mit 10,25 Zoll Durchmesser, und jetzt zeige ich euch einfach mal, das hier ist ein 10 Zoll Display. Ja, also ich bin jetzt direkt dahinter, dann habt ihr mal so einen Vergleich von der Größe her. Ihr seht ja auch den Kia Soul EV, den neuen, und in dieser Größe ist halt ja die das Display auf der oder im Armaturenbrett das große, und darüber wird halt auch dieses UFO Connect Telematiksystem von Kia mit bedient. Und ja, was hat das Ganze zu bieten? Also erstmal ist eine SIM-Karte verbaut im Fahrzeug, um halt Live-Daten abzurufen und zu aktualisieren.
Und so kann man sich beispielsweise Live-Informationen über den Verkehrsstatus holen oder über Ladesäulen, wo man denn vielleicht mal hinfahren würde, weil man laden muss. Da kann man sich anzeigen lassen, ist die denn jetzt frei oder nicht, so wie wir es ja eigentlich von unseren ganzen Apps kennen. Ob das jetzt vom Stromanbieter ist oder von einigen Anbietern, die halt Ladeschlüssel anbieten. Aber das kennt ihr ja alles. Die Daten kann man sich jedenfalls jetzt live rüberholen und das System ist mit Android und Apple kompatibel und liefert dem Fahrer ein breites Spektrum an Diagnosedaten zum Fahrzeug und Informationen zur aktuellen Fahrt. Weitere Informationen oder Funktionen vielmehr sind die Aktivierung der Klimaanlage oder das Überspielen einer geplanten Route, beispielsweise vom Handy oder vom Computer, auf das Navigationssystem des Kia Soul EV. Ja, die App lässt sich auch oder über die App lässt sich auch der Ladevorgang aktivieren bzw. unterbrechen oder halt auch einfach nur kontrollieren, damit man weiß, was für einen Status denn gerade der Akku hat, beziehungsweise der Ladezustand des Akkus und dass man dementsprechend beispielsweise, wenn man weiß, man muss das Auto oder sollte ja das Auto dann wieder wegfahren, wenn es voll geladen ist, dass man das dann auch sieht auf dem Handy, dass man das Auto wegfahren kann. Ja, übrigens kann man mit dieser App auch das Fahrzeug orten. Das ist ja auch schon mal ganz toll, wenn man es dann mal irgendwo verbummelt hat, dann weiß man wenigstens, wo man es wiederfindet. Darüber hinaus ist halt dieses System auch mit Bluetooth koppelbar mit zwei Handys. Gleichzeitig kann man da oder mobilen Geräten, vielmehr steht hier, wahrscheinlich geht es auch mit einigen Tablets, so wie mit meinem beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, dass man das da auch mit dran klemmen kann. Und hierzu ist es halt auch praktisch, dass man den neuen Bildschirm, deswegen ist es auch ein 10 Zoll Bildschirm wahrscheinlich geworden, dass man den aufteilen kann. So kann sich beispielsweise der Fahrer seine Navigationsdaten anzeigen lassen und der Beifahrer sucht dann mal während der ganzen Zeit immer schön brav nach der gerade interessanten Musikquelle. Das System unterstützt übrigens oder hat auch Schnittstellen für Android Auto und Apple CarPlay, so dass man halt die Geräte dementsprechend auch gleich mit verknüpfen kann und das, was man auf sein Gerät drauf hat, dementsprechend auch auf dem System widerspiegeln kann. Und es gibt halt nicht nur das 10,25 Zoll Display, sondern halt auch noch das 7 Zoll LCD. Display oder die Anzeige, sie wird hier als Supervisor Instrumenteneinheit bezeichnet, was ich auch gerade schon erwähnt habe, wo halt die ganzen Fahrinformationen angegeben werden, Geschwindigkeit, Stromverbrauch, Stromfluss, wie auch immer, das, was wir alles schon von den anderen Fahrzeugen kennen. Ja, darüber hinaus gibt es halt auch zahlreiche Assistenzsysteme beim Kia Soul EV. Und die kommen dann auch in geballter Ladung, so wie man es auch schon kennt vom Kia e-Niro und vom Hyundai Kona Electric. Da ist es dann halt auch wieder ausstattungsabhängig, was es halt für Assistenzsysteme dazu gibt. Je nach Ausführung gibt es dann den Level 2 Stauassistenten, der die Fahrbahnmarkierung erkennt und den Soul EV in seiner Spur hält. Das Ganze habe ich ja in meinem Testvideo, das könnt ihr hier auf dem Kanal auch nochmal sehen. Ich verlinke das mal unten, mit dem Kia e-Niro auch schon ausprobiert. Funktioniert sogar in der Stadt, finde ich total super. Zeitgleich orientiert der Stauassistent sich mittels Radar am Vordermann und übernimmt das Beschleunigen und Bremsen sowie das Lenken. Weitere Assistenzsysteme sind der Frontkollisionswarner mit Bremseingriff und Fußgängererkennung, der aktive Spurhalteassistent, Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner, aktiver Querverkehrswarner, adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Stop-and-Go-Funktion, Müdigkeitswarner und Fernlichtassistent. Bei der Sicherheit neben der hochfesten Fahrgastzelle oder Sicherheitsfahrgastzelle verfügt der Kia Soul EV über 6 Airbags, das heißt 2 Front-, 2 Seiten- und 2 Vorhang-Airbags. Ja, da ist er jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, weil der e-Niro hat 7 Airbags. Der hat nämlich noch einen Knie-Airbag für den Fahrer drin.
Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, das war es jetzt eigentlich schon so zu dem Kia Soul EV, zu der Neuvorstellung des Kia Soul EVs jetzt vom 3. bis zum 17. März in Genf. Ja, für mich die eierlegende Wollmilchsau wollte ich noch kurz zum Schluss vortragen, warum eigentlich. Ich finde den Kia Soul EV von dem, was er bietet, und das macht auch schon der alte. Der alte war für mich auch immer schon die eierlegende Wollmilchsau im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die er hat. Und da geht es halt darum, dass der Wagen, ja, er bietet nicht alles perfekt, aber er bietet von fast allen Sachen, bietet er mitunter die bessere Alternative. Er hat zwar einen kleinen Akku, kommt dafür aber sehr weit, also jetzt bei dem alten gesehen. Er hat also in Vergleichstests hat er gegen BMW i3 Golf, gegen die Zoe, gegen Nissan Leaf, gegen alle hat er gewonnen, was die Reichweite anbelangt, weil Kia es damals schon verstanden hat, trotz des Schrankwanddesigns, die Technik und also den ganzen Antrieb, die verbauten Akkus und die Elektronik, die das Ganze steuert, so auszutendieren, dass es ja doch für eine recht hohe Reichweite reicht. Und wenn man sich überlegt, dass der 27 Kilowattstunden Akku halt eine angegebene Reichweite von 210 Kilometern hatte, da waren das immer so, ja, 170, 180 Kilometer, die ja realistisch waren. Und das hat weder ein Nissan Leaf mit selbst mit 30 Kilowattstunden geschafft, noch eine Zoe damals. Die haben da alle kapitulieren müssen. Und das ist heute halt noch ausgereifter. Also ich habe wirklich ein Auto mit 64 Kilowattstunden Akku und einer maximalen Reichweite, wenn ich jetzt mal nicht den City-Zyklus nehme, sondern halt den normalen kombinierten Zyklus, da habe ich dann 452 Kilometer Reichweite. Und verglichen mit dem Kona, da sind es 482 und bei dem e-Niro sind es 455. Also er schwimmt da immer noch mit. Man darf halt nicht vergessen, der Kia Soul EV ist nicht auf Aerodynamik ausgelegt, sondern wirklich ein Kastendesign, was halt viel Platz bietet, was einen gewissen Lifestyle bietet, den halt die anderen Fahrzeuge nicht bieten. Also zum Vergleich würde ich sagen, der e-Niro ist so das behäbige Fahrzeug, also das kommode, das komfortable Fahrzeug mit viel Platz hinten drin, auch für die Hintensitzenden. Der Kona, das ist eher so das Auto, womit man es krachen lassen kann. Das ist mehr so das sportliche Design mit der abfallenden Dachlinie. Leider wenig Innenraumplatz hinten gerade. Also ich habe es gemerkt, wo ich da mal drin gesessen habe. Das wird sehr eng am Kopf. Und von den Beinen will ich gar nicht erst reden. Bei dem Kia Soul EV hoffe ich, ich habe die Daten noch nicht so da, dass es im Innenraum bei den Maßen bleibt, die halt der alte Soul auch hat. Vielleicht diese noch übertrumpft oder übersteigt. Zumindest im Kofferraumbereich hat das ja schon geschafft. Und ich hoffe, dass dadurch aber nicht der Platz auf der Rücksitzbank verloren gegangen ist, weil da war auch immer sehr viel Platz. Da konnte man wirklich, dadurch, dass man höher gesessen hat in dem Kia Soul EV, doch recht bequem sitzen. Das ist der nächste Punkt. Der andere Punkt ist halt die Ausstattung. Der Kia Soul EV war schon in der ersten Variation mit dem Elektroantrieb halt von der Ausstattung her eigentlich unschlagbar, wenn man halt die Play-Version genommen hat, vielleicht noch das Komfortpaket drin hatte. Das hat, glaube ich, 1300 Euro gekostet, wenn ich mich nicht ganz irre. Da waren dann aber die Ledersitze drin, die belüftet und beheizt waren. Hinten heizbare Sitze. Er hatte Park Distance Control vorne gehabt. Er hatte, was hat er noch? Er hat den Auto-Hold hat er schon drin gehabt. Und diese ambiente Beleuchtung, gut, da kann man sich drüber streiten, ob man die braucht. Aber er war schon mal sehr gut ausgestattet. Und da sind die anderen Konkurrenten nur mit Aufpreisliste hinterhergekommen, falls überhaupt. Und das ist heute halt immer noch der Punkt. Also er hat eine sehr reichhaltige Ausstattung und bietet sehr viel Innenraumplatz. Alleine wenn ich halt die Silhouette sehe, dass das Dach hinten nicht so stark abfällt wie beispielsweise beim Hyundai Kona Electric. Ja, der nächste Punkt, Sicherheitsausstattung, bietet er auch sehr zahlreich an mit den ganzen Assistenzsystemen, die auch mit zum Sicherheitspaket dazugehören im Endeffekt. Bietet er halt sehr viel, was andere Hersteller mittlerweile auch bieten. Für mich ist es aber beispielsweise wichtig,
Und das fand ich halt beim Kia Soul EV, bei dem alten, also der jetzt ausläuft, sehr interessant, dass man da wirklich sehr kommod ein- und aussteigen kann. Also gerade wenn man etwas größer ist und nicht mehr so gut in den Bewegungsapparat ist, sage ich mal, nicht so fit ist, dann kommt man da sehr gut rein oder raus. Aber auch für generell für ältere Leute ist es sehr angenehm, wenn man halt etwas höher einsteigen kann. Und trotzdem ist es halt ein sehr bequemes Auto. Das habe ich gerade beim jetzt auslaufenden Kia Soul EV so geliebt, dass der Wagen so unwahrscheinlich bequeme Sitze hat. Also für meine Verhältnisse, ich habe mich reingesetzt und habe mich wohlgefühlt. Andere Tester sagen wiederum, langstreckentauglich sind die Sitze nicht. Das kann ich noch nicht beurteilen. So, ja, und ich werde ja morgen den Kia Soul EV Probe fahren, also noch den alten, den neuen gibt es ja noch gar nicht. Wobei doch, den neuen gibt es auch schon. In Frankfurt steht ja schon einer, mindestens einer. Und ja, was ich noch sagen wollte, also dieses ganze eierlegende Wollmilchsau, es ist einfach das Gesamtpaket, was das Auto bietet. Und da bietet er die meisten Kompromisse. Ich würde sagen, er steht so zwischen Kona und dem e-Niro. Alleine was das Platzverhältnis anbelangt. Klar, er hat hinten nicht so viel Beinfreiheit wie der e-Niro. Da habe ich ja selbst noch so viel Platz zwischen den Knien und den Sitz gehabt, obwohl ich mir den Sitz vorne so eingestellt habe, wie ich gerne sitzen möchte. Und das hat er sehr wahrscheinlich nicht. Wir werden sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel Platz drin hat, aber alleine Kopffreiheit. Also ich habe ja da oben massig viel Platz gehabt, bis überhaupt das Dach anfing beim Kia Soul EV. Habe ich bisher bei keinem anderen Auto so gehabt. Beim e-Niro ging es nicht, weil der hatte Schiebedach drin. Wenn da kein Schiebedach drin ist, hat man mit Sicherheit auch mehr Platz. Und das ist halt auch mal so ein Punkt. Also Schiebedach, ich traue eher dem Panoramadach des alten Soul EV nach, weil das lief ja außen lang. Das war ein Topslader. Das heißt, wenn man es ausgefahren hat, dann ist es nach hinten erstmal aufgeklappt und dann fuhr es oben auf dem Dach lang. Das neue Dach geht, kann man auch aufstellen, dass man halt so ein Aufstelldach hat. Aber wenn es nach hinten fährt, fährt es ins Dach rein, also in den Innenraum rein. Und das sind ungefähr 5 cm, die da flöten gehen. Und das ist für Leute, die doch etwas größer sind, eine ganz beträchtliche Menge. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, die Auslieferung, da wollte ich nochmal kurz erwähnen. Anvisiert ist April 2019 hier in Deutschland, dass der Wagen hier eingeführt wird. Und dass er da dann halt bei den Händlern steht. Also wird das jetzt wahrscheinlich Schlag auf Schlag gehen, dass ich nochmal ein Kia Soul EV der neuesten Generation Probe fahren kann. Hoffe ich zumindest, dass der Händler den dann auch hat. Und dann werde ich das einfach mal machen. Und dann kann ich das nämlich vergleichen. Deswegen möchte ich nämlich morgen noch den alten fahren, damit ich vergleichen kann, wie ist so der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. Und das halt mit meinen Empfindungen. Und meinen Geschmack, sage ich mal. So, der alte Soul EV ist ja eh schon bei mir ganz oben auf der Liste gewesen. Und der neue, so mit den Daten, die ich jetzt hier sehe und mit dem, was ich da draus ersehen kann oder erlesen kann, ist halt wirklich ja so die nächste Stufe. Also ein Level höher schon wieder im Gegensatz zum alten. So, das soll es jetzt gewesen sein mit meinen langen Erzählungen über den niegelnagelneuen Kia Soul EV, der jetzt in Genf vorgestellt wird auf den Genfer Automobilsalon vom 7. bis zum 17. März 2019. Also wenn ihr da hinfahrt, macht schön brav Bilder. Ich möchte da gerne was von sehen. Und solltet ihr da drin Platz nehmen können, dann berichtet mal, wie er gewesen ist oder wie er ist. Und ja. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir wollen ja schließlich noch die 1000 Abonnenten hinkriegen. Es sind ja jetzt schon wieder einige dazugekommen. Ich glaube, wir sind jetzt schon knapp bei 600. Also, es können noch ein paar dazukommen, sozusagen. Und würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, wenn ihr das noch tun würdet. Und wenn ihr mir noch einen Daumen rauf oder runter, wie auch immer, da lasst für dieses Video und diesen Kanal weiterempfehlt. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.